Aber wie hast du das denn hingekriegt, dass dein Flieger so jetzt abgeht, Alter? Das habe ich ja nie gesehen. Boah, da, und so schnell, ne? Voll das UFO, Alter. Hast du ein UFO geflogen? Olli, geh nochmal nach, guck Oben. nochmal nach oben. Bin D4 am Wo der Ufer Flieger ist. gelandet. Ah, jetzt höre ich ihn, Bin guck. am Ufer D4 im Guck mal Wasser hier, Andreas. gelandet und dann hat's plopp Da gemacht. oben, das, was aussieht wie eine Fliege, das ist ein Flugzeug. Das ist Scum. Ja, das ist wirklich Scum, ey. Klabautermann guckt da auch hoch, ey. Was ist das denn? Du kannst aber gut sehen hier aus den Bergen, wa? Junge, der geht richtig ab. Oh, ich habe kein Fernrohr. Ja, vielleicht hat Wolfi recht. Und der ist nach Neustadt weg, Leute. Ich weiß nicht. Ich habe sowas auch noch nie gesehen, Olli, und ich kann es auch nicht. Oh, der geht richtig ab, ey. Aber Wolfi, das Phänomen ist ja echt krass. Der kommt ja nicht mal ansatzweise runter, weißt du? Was ist das für eine Physik da oben? Ja. Das verstehe ich nicht. Was bringt ihn immer wieder nach oben, ne? Der hat ja Gravitationsantrieb oder so. Überantrieb. Stell dir mal vor, Wolfi, da würdest du noch drinne sitzen, da. Die wird ja schwindelig werden. Um Leute, Gottes Willen, hör ja, auf. stell dir mal vor, ihr sitzt da noch drinnen in so einem Flugzeug, Leute. Und du kannst nichts machen. Hey. Du lockst aus und sitzt immer noch in dem Flieger da oben drin. Sprit leer ist, ja, wer weiß, ne? Wenn du dagegen fliegst, dann, ja, dann trudelst du nach unten. Kann eigentlich nichts passieren. So, ich mache mir hier so eine Heizung hin, ne? Hier friert man hier unten im Keller, Wolfi. Ja, ich weiß. Hier geht man ja bei drauf, ey. Oh, das Ritual funktioniert, Wolfi. Ja, ich sag doch, du musst nur die richtigen Uhrzeiten einstellen. Guck an, Sidora, schnapp ihn dir, das ist dein Anzug. Das ist ja klasse, so, immer der nächste hier. Nächster ran. Hier hinten könnt ihr euch aufwärmen, hier ist die Heizung. Olgi, Wolfi? Oder jemand hier, hallo, komm Okay. runter, Halunke. Komm runter. Du musst doch hier reinkommen in den Keller. Du musst dir da schon hinlegen. Den holen gleich die Zombies. Ja, guck mal, wie das aussieht, wenn man hier so hochguckt, ne? Musst in den Brunnen reinspringen, du Nasenbär. Da ist er! Bam! Guten Morgen! Wer kommt dann als nächstes? Lydia und danach. Ne, Lydia ist jetzt dran, ne? Acht Lydia, du bist Kerzen. dran! Dynamo, du hast deinen Anzug doch schon. Kerzen? Rainer hat ein geiles Outfit an, ne? Das sieht gut aus, der Pulli und so. Olgi Wolfi? Ja, sitzt wie angegossen, Alter. Da hat der Rainer aber eine gute Schnitte zusammengebaut, Alter. Die würde ich auch in Rio nehmen. Ist ja genau mein Typ, Junge. Ey, Maddox, gefällt dir die Nutte auch, oder was? Guck sie dir an, Junge. Hallo, heute ist Halloween. Da kann man böse sein, oder? Oh, das hat er gehört. Leg dir die Sachen dahin. Hier, Reini, komm ran. Du musst deine Sachen hier einsammeln.
und vorbereiten. Herzen. Jetzt fehlen mir noch die Knochen. Und 10 Knochen. So. Sammel das ein, rein und leg es ins Bänder kommen. Du musst aber alles da reinlegen. Oh, der ist fertig. Der Rain hat es geschafft, Wolfi. Jo, weil ich die Uhrzeit auch richtig gemischt habe. Alles klar. Rein, schnell, Dynamo klaut deinen Anzug. Ja, 10 Knochen? Ja, aber das ist zu eng hier. Das wird zu eng. Wohnfreier gibt's doch gar nicht. 8 Kerzen. Bum, bum, bum. Ein Kopf. Uli, hier ist dein Zeug gleich. Na, Uli, du bist der Nächste. Und danach kommt der Halunke. Und dann sind wir schon durch. Augen liegen auch da. Das Einzige, was ich euch nicht empfehle, auf einen Sprengigkeit zu machen. Aber ihr könnt ruhig neben Sprengi herlaufen. Das geht. Wir dürften nur nicht erschießen. Will denn Olga auch noch ein Set haben? Ja, Olgi, was ist denn los? Genau, wir müssen für uns auch noch ein paar Sets machen, Wolfi. Das ist gut, dass du es gerade gesagt hast. Wir brauchen ja auch noch Reserve, ne? Für uns. Für uns selber, für Olgi, für Heiki. Ja, wir brauchen ja auch noch dann. Ja, komm, wir gehen nach unten. Geh du mal runter, ich komme auch gleich wieder runter. Wo ist meine Lampe geblieben hier? Wolfi, hast du meine Lampe eingesteckt, du Lümmel? Nee, wenn, dann ist sie in der Kiste drin hier. Ja, her damit, kann ich sonst nichts sehen hier. Und ab in den Bunker. Brauchen wir noch was zu trinken, Olli? Nee, also ich habe im Moment. Ich muss mal gucken bei mir. Wenn du willst, kannst du ein paar Subs bauen. Nee, wassermäßig bräuchte ich noch was. So. Dann baue ich mal die Heizung wieder auf hier, wa? Ja, bau du mal unten die Heizung auf. Nee, die flachen Feuer lass weg, die, kriegst du nicht auf die, sag doch mal, Särge drauf. Nimm die kleinen Feuer. Ja, gehen nur die kleinen, Wolfi. Das andere, da laufen nachher die Leute drüber und tun sich nur weh. Ach so, da gibt's Schaden, ne? Ja. Willst du mir dann den Admin lassen ab heute, oder? Ja, natürlich, Wolfi. Wovon träumst du denn nachts? Sag mal, ich bitte dir. Nee, sag mal ehrlich jetzt. Willst du mir den lassen, oder willst du das also wieder lassen? Also, Wolfi, du kannst ihn auch wieder wegmachen. Das ist mir egal. Als erstes bannst du doch Heiko. Das kann ich nicht machen. Das streitet ihr nur. Nein. Ich mach Heiko nicht. Das mach ich nicht. Für Bans bist du zuständig. Und genauso wie für die Map-Einstellungen. Das machst du. Da will ich nichts mit zu tun haben, Olli. Dafür ist der Server zu groß.
Häufig für ein Auto. Ja, ich krieg das schon hin. Ich will hier das keine... Ha? Erzähl noch mal. Das muss einer machen, der das schon immer macht. Button und so weiter. Ja, dafür zum, dass die Leute einen hassen, dafür bin ich ja zuständig. Das will ich nicht machen. Ja, ich höre auch ein Auto. Da kommt jemand. Wolfi, wo bist du denn? Wir wollen doch für uns noch Dinger machen. Ey, nicht, dass sie dir die Kiste klauen. Pass auf. Ja, da ist doch nichts drin. Da ist für einen Satz ist da was drin. Oh, Schuhschein ist schon hier, Wolfi. Dann mach ihm. Nee, wir warten auf dich. Okay, ich komm runter. Ja, Sushi, wenn du da frierst, ne? Hier ist die Heizung, Leute. Ist ultra kalt hier im Eisland, Leute. Ihr seht selbst. Blue ist auch bald da, Wolfi. Da drüben ist Sushi. Ich glaube, Sushi pennt, wa? Du musst ja die Sachen einsammeln, Sushi. Sushi, hierher. Ist der gar nicht im Stream oder was? Hier kommt, sammel dir die Sachen ein und legst ins Pentagramm, aber alles. Du musst alles hinlegen. Ja, und wenn du dann Bescheid gibst, genau, wenn du es liegen hast. Ja, dann sagst du Wolfi Bescheid. Dann kann er das Ritual einleiten, Leute. Ey, wenn ihr auch einen Anzug haben wollt, müsst ihr herkommen. Ich bin nur mal kurz halb da. Ja, da kriegt er schon. Wir mal einen neuen Goldochs nehmen, holen. Alles klar, sehr gut. Die nächste Vibe ist bei 0.8 Dynamo. Vielleicht im Dezember. Ich vermute mal Anfang Dezember, Olli. Aber bis dahin können wir noch ein paar Goldochsen trinken. Leute, wie gesagt, wenn ihr auch so einen Anzug haben wollt bei uns auf dem Server, wir haben heute dieses Halloween, ne, und deswegen machen wir das Ritual für alle. Ne? Also wenn ihr da Bock drauf habt, wir geben euch die Sachen, ihr braucht das nicht sammeln jetzt. Ne? Ihr müsst einfach nur hierher kommen und dann machen wir euch die Sachen hier fertig und ihr könnt dann das Ritual machen. Und dann bekommt ihr das einmalige epische Item da oben. In die 1 sind wir, ich lasse die Karte mal kurz auf. Also ihr müsst bloß herkommen, mehr nicht. Und dann kriegt ihr quasi ein Geschenk zu Halloween. Und mit diesem Anzug, den man hier bekommt durch dieses Ritual, da können euch die ganzen Gegner nichts mehr tun, versteht ihr? Also die Zombies, die NPCs, die tun euch dann nichts mehr. Ja, es ist eine Art Tarnausstattung oder wie auch immer. Also richtig geil. Du musst schon alles da hinten ins Pentagramm legen. Es fehlt auch ein Knochenwolfi, der hat das noch nicht fertig, ich sag's dir. Es ist alles da. Ja. Haben die anderen das eingesammelt vielleicht? Ey Leute, ihr dürft doch seine Sachen nicht wegklauen, dann geht das doch nicht vorwärts hier. Habt ihr das weggenommen? Ich glaube, die haben dir das kurz geklaut, ne? Hast du 10 Knochen, Oh, es funktioniert. Hat er gut gemacht, guck. Schuhschein, dein Anzug kommt. Ja, geil. So, der nächste. So, Achtung, ich spawn wieder die Sachen. Okay, jetzt der nächste. Schuhschein hat sein. Ich spawn die nächsten Sachen dann für den nächsten. Ja, Sebo, du bist der nächste. Komm ran jetzt hier. Pass aber auf, dass dir keiner was klaut. Nee, brauchst du nicht. Ja, dann leg hin. Ja, Schuhschein, alles gut. Kannst du Zap rausballern, Mann. Oder Kristallstatus. Nee, andersrum. Ihr braucht nichts dabei zu haben. Ja, Sushi, dein Ausgang ist da hinten. Du kommst die Treppe nicht mehr hoch. Also er kann ja hier bleiben, aber das geht nur, der Ausgang ist nur durch die Grotte, Leute. Moin Facey. Ja, wir stehen hier an der Heizung, sonst erfrieren wir hier, Leute. Also das ist so kalt hier im Eisland, deswegen haben wir hier eine Heizung aufgebaut. Und Sebo muss halt Bescheid sagen, wenn er alles hingelegt hat. Dann kann er das Ritual einleiten. Moin Nike, da bist du doch. Wo warst du denn so lange?
Entweder funktioniert oder ich muss es nochmal einleiten. Ja, entweder die Uhrzeit umstellen. Genau, er muss ja, das muss ja immer Mitternacht sein hier auf dem Server, wisst ihr? Also das ist schon extrem, weil es muss halt Mitternacht sein. Und pro Mitternacht kannst du einen Anzug machen. Also die Spieler werden nie den Anzug kriegen. Versteht ihr, wie ich meine? Und deswegen geben wir euch jetzt hier die Sachen so. Sonst kommt ihr nie in den Genuss. Und das haben wir uns gedacht, dass wir euch halt mal so zu Halloween so ein kleines Gefallen tun. Hier, der Server ist voll, wie gesagt. Ich würde euch empfehlen, Gold-Status abzuschließen, weil dann kriegt ihr den Premium-Zugang, liebe Leute. Und da könnt ihr trotzdem spielen, obwohl 60 drauf sind. Ne, weil ich möchte, dass die Leute, die mich hier unterstützen, dass die auch spielen können. Versteht ihr? Das hat den Hintergrund. Und drängelt hier nicht so, ihr Gesindel. Ja, frieren wahrscheinlich alle, wa? Gruppenkuscheln oder was? So, pass auf, jetzt geht das los, das Ritual für den Sebo. Na? Danach kommt der Oldstern dran. Ah, Milfi ist auch schon da. Milfi Way! Milfi Way! So, Wolfi, ich glaube, du musst die Zeit umstellen, oder? Ja, es klappt noch nicht so richtig. Ach so, oder er hat noch nicht alles hingelegt. Das kann auch möglich sein. Chriso, wir geben euch das, was ihr braucht. Ne? Aber vom Spiel her selber steht das oberhalb dieses Grabes oben. Bei dem Haus, was da oben ist, weißt du, dieses Gruselhaus, da stehen die Hinweise. Also mehrere Zettel kannst du da finden. Was da, und da steht dir, da steht drauf, was du brauchst für das Ritual. Aber wir sponsern euch das heute. Milky Way. So, hast du alles liegen da hinten? Also Sebo, das müsste bei dir jetzt langsam mal vorwärts kommen hier. Nein, du musst das da reinlegen, nicht da außen drum. Du musst das genau da reinlegen, Sebo. Ist er nicht im Stream drin oder was? Wolfi hat es außen gelegt, er hat es nicht ins Pentagramm gelegt. Du musst das schon da reinlegen. Dann kann es nicht funktionieren. Ja. Du musst das ins Pentagramm legen. Du musst das schon da reinlegen. Alles ins Rote reinschmeißen, ich scheiß. Ja? Sag mal, sind das 9 Knochen oder was? Du musst 10 Knochen haben. Hast du da 10 Knochen hingemacht? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der hat doch noch neue Knochen. Wo hast du den anderen Knochen? Da fehlt noch ein Knochen, Leute. Der will an seinem Knochen eine Nadel machen. Hast du da eine Nadel draus gemacht? Die braucht noch einen Knochen, brauchst du noch. 10 Knochen, Leute. Ich glaube, die haben ihn den Knochen geklaut, wa? Hast du ihn gefunden? Wo ist er denn jetzt? Leute, ihr dürft die Sachen nicht wegnehmen. Jeder Spieler kriegt das. Sonst verzögert sich hier wieder alles. 6, 7, 8, 9. Da fehlt ein Knochen, Digga. Wolfi, du hast doch 10 gemacht, oder? Ich mache immer 10. Das ist alles schon abgespeichert. Hast du den hingelegt, PD? Ja, hier vorne liegt er doch. Den musst du noch reinlegen. Wisst ihr, ich sag ja, einer hat mir doch geklaut. Ja, die ärgern hier die Leute. Ne? Aber dann dauert es halt für alle länger, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ihr braucht nichts nehmen, ihr bekommt das alle, Leute. Okay, Wolfi, ich glaube, jetzt können wir es machen. 7, 8, 9. Jawohl, hat funktioniert. Hier, Sebo, dein Anzug. Guck an. Ja, wunderbar. Wir machen das Ritual für euch, Leute. Ihr müsst nur herkommen, dann kriegt ihr den epischen Anzug. Und der Server ist voll, deswegen die Leute, die Premium-Zugang haben, für die ist das kein Problem. Und bei mir gibt es Premium-Zugang ab Gold-Status, Leute. Müsst ihr Ausrufungszeichen Mitglied schreiben im Chat. Ja, hier, ich mach die Karte auf. Siehst du das da oben? Wolfi, das sind immer wieder neue Leute, deswegen müssen wir uns immer wieder ab und zu wiederholen mit Goldstatus, mit Karte auf, mit wie das funktioniert, weißt du? Ja, das ist mir klar. Also, die denken immer zwar, ich battle die ganze Zeit oder so, aber es ist immer wieder, kommen neue Leute und ich muss immer die gleichen Fragen beantworten, Leute. Und ich bitte die Leute,
den das nervt, hört doch einfach nicht hin, ne? Wenn ich über irgendwie sowas rede. Das ist immer für neue Leute. Das ist nicht für euch alten Leute. Versteht ihr? Also ich will euch damit nicht ärgern oder sowas. Sondern ich sag's immer nur wieder an, weil immer wieder neue Leute da sind. Olli, ich glaube, wir müssen mal die Feuer wegmachen. Wieso, was ist denn los? Weil die werben nicht mehr. Die sind aus teilweise. Achso, ja, dann muss ich hier in die Ecke sprengen, Leute. Hey, wir gehen nicht tot, Wolfi. Alles gut. Ja, ich hoffe nur, dass unsere Klamotten auch nicht kaputt gehen. Ja, ich auch. Ich hab da auch ein bisschen Bammel für, von. Den Anzug, den gibt's nur einmal. Den wollen wir nicht kaputt machen. Okay, Wolfi macht denn das nächste Ding und ich baue die Heizung schnell auf. Mhm. Den Server gibt's schon eine ganze Zeit, oder Wolfi? Ja. Also den Servername. Ich hatte ja nie einen anderen Namen. Den Servername gibt es schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, wie lange es den Server gibt. Sammel dir alles ein. Ich glaube seit 2019 oder so, glaube ich, ne, oder? Keine Ahnung. Also mindestens schon vor Anfang Corona. Ja, das auf jeden Fall. Ja, weil so lange bin ich nämlich auch schon hier. Ja, weil vorher war ich bei Timmy, bis ich gebannt worden bin. Und dann habe ich einen eigenen Server gemacht. Wir waren zwischendurch mal bei Timmy und haben auch mächtig geräubert. Sehr gut. Wurdet ihr auch rausgeworfen oder was? Ja, ja, sicher. Hier, guck mal, hier kommen alle Banditen zu mir dann. Ne? Alle Sittensträuche kommen zu mir hier. Ja, Johnny, erst ich glaube... Erst haben sie uns gefeiert. Und dann hat Hotzi dreimal Timmy seine Stadtbase geratet. 3-4 Mal hintereinander. Und dann war es vorbei. Dann haben sie uns gehasst. Ja. Da gab es nur noch einen Namen. Und wenn der aufgesprochen worden ist, Hotzenplotz, dann. Räuber Kotzenplotz. Da waren sie schon am Kotzen. Das stimmt. Ey, Johnny, komm, du kannst aufbauen, Digga. Wir warten auf dich hier. Nimm die Sachen und bau es hier auf. Ja. Du musst das alles ins Pentagramm legen. Ja, wieso? Ist er nicht im Stream oder was? Aber was mich interessiert, Olli, was ist, wenn die jetzt den nächsten Patch raushauen? Kommen wir dann noch hier unten rein? Ja, eben. Deswegen machen wir das ja, Wolfi. Ich glaube nämlich, das Ding nach einer Woche oder so gehen die Dinger nicht mehr, glaube ich. Und ob die Dinger dann auch noch funktionieren. Ja, ja, ich glaube, das geht nur über Halloween, der Kram. Deswegen hat ja jeder jetzt den Anzug, um das mal auszuprobieren, ne? Falls das wirklich so ist, dass die das hier alles wegmachen. Wenn, ich denke mal, dann machen die nur die, werden die das Schwert deaktivieren und werden da hinten Bretter hinmachen. Möglich, weiß es nicht. Oder die machen dann einfach die... Ja. Weil die ganze Katakomben hier unten zumachen und wegmachen. Ich glaube, das ist viel Arbeit. Das werden die dann machen. Wer weiß. Vielleicht machen die auch nur den Anzug so, dass er nicht mehr geht.